Ach, wir spielen jetzt etwas mit dem Vita. Hallo? Hallo? Was ist los? Arbeitsspeicher? Was steht da unten? Okay. Ich will auch mit meiner Vita spielen. Mach doch mal eine Musik aus! Kann man sich ja nicht konzentrieren. Meine Fresse. Jetzt konnte ich euch noch nicht mal sagen, worum dieses Video überhaupt geht. Obwohl, na gut, ihr wisst wahrscheinlich sowieso schon, wenn ihr den Titel gesehen habt. Es geht um tote VST-Instrumente. Was bedeutet, ihr seid im Magic Music Maker, wollt ein Instrument anklicken und dann kommt diese Meldung. Bäm. Irgendwas mit Arbeitsspeicher, nicht genug zu Arbeitsspeicher zur Verfügung, bla bla bla. Zuallererst, das hat null mit dem Arbeitsspeicher zu tun. Wirklich null. Obwohl, naja, es sei denn, euer Arbeitsspeicher ist wirklich so schlecht. Aber ich habe 8 GB, 4 GB reichen auch. Darum geht's aber nicht. Normalerweise liegt es nicht am Arbeitsspeicher, sondern eher an gewissen toten Pfaden. Und das ist wiederum ein Folgendes davon, dass ihr eure Festplatte vielleicht neu partitioniert habt oder sowas. Das bedeutet, ihr habt einer Festplatte vielleicht einen anderen Buchstaben gegeben, weil ihr ein Recovery gemacht habt oder sowas, ein Systemabbild und wolltet die Festplatte neu formatieren und habt ihr einen anderen Laufwerksbuchstaben gegeben. Aber in dem Faden von Magic Music Maker sind immer noch die alten Laufwerke geschrieben und er bezieht sich jetzt auf Pfade, wo er diese Instrumente sucht, diese VST-Instrumente, die es nicht mehr gibt. Und diese Pfade müssen wir jetzt umstellen. Und da müssen wir ein bisschen in dem Editor rumhacken. Also nicht rumhacken, aber ein bisschen rumschreiben. Was wichtig ist, ihr braucht für diese Anleitung Administrationsrechte. Ohne diese Rechte könnt ihr in dem PC nicht so nicht das ändern, was wir brauchen. Wir schrauben nämlich ein bisschen im Program Data, App Data und so Zeug rum. Da braucht man Administrationsrechte. Ich hoffe, ihr habt die. Wenn nicht, dann zeigt das eurem Administrator oder wer auch immer das ist. Aber jetzt fangt doch endlich an mit dem Video! Zuallererst müssen wir uns mal ein paar Informationen beschaffen, wo wir überhaupt suchen müssen. Dafür gehen wir auf den lokalen Datenträger, unseren Benutzer und gehen nun auf Extras, in die Ordneroptionen, auf Ansicht und scrollen nun nach unten. Hier aktivieren wir die Option ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen und drücken auf OK. Nun wird uns der Ordner App Data angezeigt. Diesen brauchen wir. Wir doppelklicken und gehen auf Roaming. Hier dürfte eine der Optionen Magics heißen. Dort gehen wir drauf. Hier stehen nun die meisten der Programme, die ihr von der Firma Magics habt, aufgelistet. Klickt auf das, das eurem Music Maker entspricht. Bei mir ist das Music Maker 2013 Premium. Wenn ihr den Music Maker MX benutzt, dann klickt auf Music Maker MX. Hängt davon ab, welches Programm zurzeit Probleme verursacht und bei welchem ihr die Pfade wiederfinden müsst. Nun gibt es eine Datei, die nennt sich VST Plugins. Von der müsst ihr eine Sicherheitskopie machen, bevor ihr das hier tut. Das heißt, ihr kopiert sie und fügt sie genau dort auch wieder ein. Öffnet nun die VST-Plugins-Datei. In dieser Datei gibt es jede Menge Pfade. Alle, die Magics irgendwie braucht oder irgendwann mal verwendet hat. Uns interessiert aber erstmal der oberste. Das ist der Pfad, den der Music Maker eingespeichert hat, um auf das Instrument Vita zuzugreifen. Nun wollen wir wissen, wo Magics dieses Instrument vermutet. Wir kopieren also den Pfad und fügen ihn oben im Windows Explorer ein und drücken auf Enter. Wenn Windows hier einen Fehler meldet, dann haben wir schon einen der Gründe, warum eure VST-Instrumente zurzeit nicht funktionieren. In diesem Fall sollte man dem Programm natürlich zeigen, wo die Instrumente eigentlich liegen. Ihr geht auf den lokalen Datenträger, auf Programme mal 86, auf Common Files, Magic Services, MX Synth und nun auf Vita. Falls der Pfad, den ihr vorhin oben eingegeben habt, ungültig war, dann kopiert euch bitte alles, was dort oben steht, in die Zwischenablage und ersetzt in dem Dokument von eben das, was hier markiert ist. Nicht das Vita.dll, genauso wenig die Anführungszeichen. Das muss alles genau so bleiben. Aber zurück dazu, wo wir gerade waren. In dem Ordner Vita geht ihr nun auf Settings und macht eine Sicherheitskopie. Dafür müsst ihr wahrscheinlich mit Administrationsrechten bestätigen, das meinte ich vorhin. Also macht eine Sicherheitskopie und nennt die Sicherheitskopie einfach Settings Old oder Settings Kopie irgendwie. Geht jetzt bitte in die Settings-Datei. Unter dem Pfad, der hier oben steht, vermutet Magics alle userspezifischen Informationen, die zu diesem Instrument gehören. Das bedeutet zum Beispiel selbst erstellte Banks oder Regler, die ihr verstellt habt, oder irgendwelche anderen Informationen, die zu diesem Instrument gehören.
Das bedeutet also, es gibt im Endeffekt zwei Ordner, wo das Instrument gespeichert wird. Und diese beiden Ordner sind mit Pfaden miteinander verbunden, mit solchen Links, die da halt in diesen Textdateien stehen. Und einer dieser Links, den haben wir hier. Und diesen Link müssen wir jetzt ausprobieren. Denn dieser Link führt uns von Common Files in den userspezifischen Ordner. Wir fügen ihn also oben in der Pfadzeile ein und drücken auf den blauen Pfeil oder auf Enter. Spätestens jetzt sollte bei euch eine Fehlermeldung kommen, die euch sagt, dass der Pfad, den ihr oben eingegeben habt, nicht verfügbar ist. Genau das meinte ich vorhin, denn dieser Pfad führt auf eine Festplatte, die nennt sich E. Ich habe aber nach meiner Neuformatierung keine Festplatte mehr, die sich E nennt. Das bedeutet, wir müssen dem Programm jetzt sagen, wo die Instrumente in der neuen Festplatte liegen. Dazu müsst ihr vor allem wissen, wo euer Content- und Soundpools-Ordner liegt. Diesen könnt ihr zum Beispiel mit der Suchfunktion finden. Bei mir liegt er unter Daten D. Dort habe ich mir einen App-Data-Ordner angelegt und einen Unterordner namens Magix. Standardmäßig liegt dieser Ordner unter eurem Benutzer, dann unter AppData, unter Roaming, unter Magix, eurem Music Maker, also wie gesagt von vorhin schon, Music Maker 2013 Premium, 2014 Premium, blablabla, kennt ihr schon. Und dann unter Content und Soundpools. Content und Soundpools dürfte auch bei euch vorhanden sein. Dieser Ordner ist der, wo Magix alle Soundpools und die Instrumente reinlegt. Und unter denen dürfte sich nun auch Vita befinden. Geht hier auch wieder auf Vita und drückt auf die Settings-Datei. Hier ist es gut möglich, dass der Pfad falsch ist, genau wie bei dem anderen auch. Also anders als bei mir ist er richtig, da ich mir das schon mal gefixt habe. Ihr müsst nun also auch wieder den Pfad aus der Adresszeile, wo ihr euch gerade befindet, kopieren und hier einfügen. Also das, was hier gerade bei mir blau ist, ersetzen. Genauso ersetzen solltet ihr auch den falschen Pfad von vorhin. Ihr geht wieder in die Common Files, Magix Services, MX Synth, auf Vita und dann auf Settings. Und ersetzt nun den alten Pfad durch den neuen. Natürlich nicht vergessen zu speichern, den Editor schließen, alle anderen Programme schließen und Magix Music Maker nochmal starten. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann dürfte nun das Instrument Vita wieder spielbar sein. Wenn auch andere Instrumente die gleichen Probleme bei euch verursachen, dann wiederholt die genau gleichen Schritte, die ich euch eben gezeigt habe, nur mit diesem Instrument. Als Beispiel mit den Rock Drums, geht nicht in den Vita-Ordner, sondern in den Rock Drums-Ordner und ersetzt die Pfade. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial etwas weiterhelfen. Ich habe selber ewig nach der Lösung gesucht, bis ich sie endlich gefunden habe und habe mich ziemlich drüber gefreut. Und wenn das euch genauso freut, dann lasst doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar da. Wenn auch etwas noch nicht funktioniert, schreibt es mir in die Kommentare. Bitte beachtet alle Schritte so, wie ich sie im Video gesagt habe und erst danach, wenn es dann nicht funktioniert, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es mir nochmal anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in einem anderen Video. Bis dahin, haut rein.